Moin moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Nacht, zu einer weiteren Runde Eroberung. Am Rande des Reichs ist die Map, auf der wir jetzt spielen werden. Und ich habe mir überlegt, ich werde nochmal bei Gelegenheit hier so eine kleine Special-Folge machen, wo ich die ganzen Battle Packs öffne. Und mal anschaue, was da so alles Schönes drin ist. So, los geht's mit dem Spiel. Wir können uns hier jetzt einem Squad aussuchen, dem wir beitreten werden. Ich überlege gerade, ob wir Gustav nehmen. Da ist schon einer raus. Wir gehen einfach klassisch zu Albert. Jawohl. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Als Versorgungssoldat hier vorne zu C. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Das sieht doch schon mal super aus. Das Spiel hat gerade angefangen. Ihr seht da oben 16 zu 16. Das ist eine coole Sache. F, okay, die nehmen F gerade ein. Da brauche ich jetzt nicht auch noch runterlaufen. Ich überlege gerade, wo kann ich jetzt am besten meinen Teil dazu beitragen. Das ist hier die Frage. Na komm schon. Ach, das ist gar keiner. Ich dachte gerade, das war eine Fratze, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Komm her, wir ballern dem mal den großen Geschützen hier 1 vor 100. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir damit nichts treffen. Wir verlieren Einsatzziel David. Okay, einen Moment, ich krieg gerade Besuch hier. Okay, der war schon sehr angehittet. Das war jetzt wirklich ein Kinderspiel. Alter. Da komme ich nicht hoch. Ich wollte gerade drüber springen. So Leute, und wie immer ist die Devise, ich will weniger reden, mehr konzentrieren, damit ihr ein geschmeidiges Gameplay vor die Füße gelegt kriegt, Leute. Wir haben Einsatzziel Friedrich. Das wollt ihr doch schließlich sehen, da oben ist irgendein Scharfschütze. Ich mach mich mal lieber dünn. Ach ja, ich wollte auch nochmal eine Special-Folge hier bei Battlefield rausbringen, wo wir zum Beispiel hauptsächlich Flugzeug fliegen werden. Das wäre auch mal was Geiles. So ein bisschen mit dem Flugzeug rumfliegen, kommt immer gut. Und vielleicht auch eine Folge, wo wir mit dem Panzer hauptsächlich fahren werden, oder mal schauen. Und ich werde gerade vom Scharfschützen beschossen. Das ist ja, da hinten ist er, verdammt. Aber der hat mich nicht getroffen. Mist. Da hat sich einer versteckt. Ja, der natzt da jetzt einen nach dem anderen weg. Der holt sich jetzt schön die Kills und er fällt erstmal die Mauer runter. Gibt es hier einen Kollegen, der mich reviven könnte? Oh. Der musste auch Kugeln fressen. Was ist denn hier mit den Flugzeugen? Es ist kein Flugzeug gerade zur Verfügung. Wir sollten mal dem Squad bei C helfen, damit die uns C nicht klauen. Wir haben Einsatzziel Bertha. Ich würde gerne anfordern. Verstärkung. Bitte Unterstützung, schnell! Wir haben Einsatzziel. Okay, gut. Die Brandgranate hat den Rest erledigt. Ah, verdammt, der andere schafft es von da drüben. Der ist immer noch da. Verdammte Scheiße. Das war mies. Ich überspringe das mal. Leute, da haben wir schon wieder einen Scheiß verloren hier. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, nicht dahin. Oh nein, ich wollte zum Teammate. Oh, was habe ich denn hier Schönes? Ach, hätte ich mir auch denken können. Ich habe jetzt gedacht, das war eins von diesen komischen MGs. Weil wenn ich im Panzer bis jetzt gesessen habe oder im Panzerzügen, war ich immer nur an dem MG dran. Ausnahmslos. Das ist das erste Mal, dass ich so ein fettes Geschütz hier habe. Das bewegt sich ja unglaublich schnell. Alles klar, wir nehmen den Shit hier mal ein kurz. Nice. Jetzt hin, wo fährt er hin? Der Panzer ist noch echt gut hier, 97%. Das ist knusprig. Kann ich irgendwie nicht denken? Ja, okay. Ist relativ schnell nachgeladen, das Rohr hier, ne? Das lobe ich mir. Oh, tut mir leid.
Das kaputt gemacht. Wer auch immer hier drin sitzt, ich schaue euch mal ganz kurz hier raus aus dem Haus. Land nach, land nach! Ah, verdammt! So geht das nicht, meine Freunde. Nicht mit mir. Hallo? Scheiße. Mörser. Scheiße, von wo kommen die denn jetzt? Jo, eingenommen. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. So. Wo ist der Rest vom Kasper-Verein? Da kommen wir nicht rüber. Jo, volle Möhre unter Beschuss wieder. Ich habe keine Ahnung von wo. Irgendwo hier oben war das. D. Die schnappen sich D. Nur wir haben Befehl sagen, die Leute. Nein, das wollte ich nicht sagen, egal. Wir holen uns D zurück. Die Granate wieder. Ah, verdammt! Ich hab ihn noch aus dem Augenwinkel gesehen. Scheiße. Okay, neuer Spawn. Hier ist kein Sanitäter, garantiert ist ja keiner. Haben wir jetzt ein Flugzeug? Haben wir nicht. Ich helfe meinem Team lieber dabei, weil die Gegner haben fast jeden einzelnen Punkt gerade erobert. Alles klar. F gehört gleich bei uns. Wofür jetzt kein Panzerjäger ankommt. Es ist aber auch schön hier. Das muss man schon sagen. Die Landschaft ist echt genial. Was macht er da oben? Er kriegt so ein bisschen was von Latz. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wirklich Bomben abwerfen, muss ich doch jetzt schon kommen. Kollege, fahr mal bitte weiter mit dem Panzer hier. Danke. Hallo? Jo, da geht schon los, da fliegen die Bomben. Na super. Da oben ist er, da ist er. Zack, voll ins Gesicht. Was hat er jetzt davon? Ich steig mal lieber aus. Da hinten war doch schon wieder wer. Hat jemand Munition bestellt? Kann ich hier oben als geschützt gehen? Jawohl, ja. Jetzt gibt's Naht. Wo war der? Keine Ahnung. Was ist denn da hinten los? Ach, das ist ein Flugzeug abgestürzt, okay. Der gehört zu uns. Ich habe gerade den Überblick verloren. Ist hier überhaupt ein Feind noch? Na, sieht nicht so aus. Hier ist ein Medipack. Ich habe volle Leben. Oh ja. Sehr geil. Eine Flak, die benutzen wir. Oh, was war das denn? Alter! Alter, hat's den zerrissen. Das war richtig heftig. Ich glaube, das war beabsichtigt, der Sturzflug. Oh, Pfand getroffen. Taucht mir am Haus drin. Wollen die noch kriegen da drin? Na, aber eher nicht. Ich glaube, gleich kommt ein Scharfschütze an, pustet mich hier weg. Jo, da geht's schon los. Aber die Gegner haben ja keine Flugzeuge am Start, oder? Doch, da war ein Flugzeug gerade. Jo, schnell, ist geschützt. Ist aber Gummi. Wo ist es? Im Hohmeisterhimmel. Kollege, du kommst nicht weit. Oh, oh. Was? Warte, nein, das tut mir leid. Was war das ein witziges, ey? Wie ein Flummi ist abgesprungen. Geil. Oh, der Arme. Das tut mir schon fast wieder leid. Wir machen so eine Kacke hier. Knarrenheinz 1911. Ich glaub's auch.
So, steht die Flak noch? Ich muss mal ganz kurz checken, Leute. Jo, die steht noch. Schnell besetzen. Was ist da hinten los? Schon wieder ein abgestürzt. Die stürzen alle ab. Hier ist irgendein Fahrzeug. Kein Panzer von mir. Was ist da oben eigentlich los? Da, oh Gott. Scheiße, da war der Scharfschütze. Na, das war nicht mal ein Scharfschütze. Ich glaube, den Stützpunkt werden die jetzt einnehmen. Ich unterstütze meinen Squad. Definitiv. Leute, ich steig mal kurz aus. Ihr macht das schon. Scheiße, wäre ich mal sitzen geblieben. Wäre ich mal sitzen geblieben. Alter, was war das denn? Meisterlich. Einsatzziel Albert verloren. Wo sind die Blitzpiepen? Wir haben Einsatzziel David. Okay, mein Squad hat ein Flugzeug, wie es ausschaut. Ja, Leute, ich könnte Verstärkung gebrauchen. Hallo? Hier, frische Munition! Leute? Warte mal, anfordern. Verstärkung. Herr, bitte Unterstützung, schnell! Dort läuft er rum. Alles klar. Yo! Halleluja! Alter. Ganz schön dangerous hier unten. Das Haus bricht doch gleich komplett zusammen. Irgendwann schon wieder Gas geworfen. Ich krieg zu viel. Ich hasse diese Gasgranaten so. Problem ist auch, wenn man die Gasmaske aufsetzt, dann kann man nicht mehr zielen. Kann man nicht mehr in Zielmodus gehen. Das ist immer das Schlimmste an den Gasmasken. Wir halten gerade alle Einsatzziele. Wie genial ist das denn? Okay, der gehört mir. Kein feindliches Flugzeug. Ich glaube, die Gegner können nicht so gut fliegen. Ich sehe viel zu selten feindliche Flugzeuge. Dabei sind die übelst mächtig. Wenn man die beherrschen kann, dann geht das richtig rund. Weil er mal den Turm da ran, falls er da drin hat. Da unten ist einer. Habt ihr gesehen? Da haben nur 4 Schaden gemacht, leider. Ob wir uns D zurückholen wollen? Ich weiß nicht. B haben die auch gerade eingenommen. Ich meine, die halten gerade mal 2 Ziele, wir halten 5. Ich glaube, wir müssen auf die 5 Ziele, die wir haben, konzentrieren. Und wird das ein akzeptabler Sieg, würde ich mal sagen. Oh, die Sonne geht unter. Sieht ja geil aus. Verloren. Emil haben wir auch verloren. Jetzt holen sie sich alles zurück langsam. Oh, hallo da oben. Oh, der Bomber. Mit dem Bomber kannst du so gut überhaupt nicht ausweichen. Der hat schon verloren. Er ist abgestürzt. Nee, er ist gar nicht abgestürzt. Eine Bombe gedroppt. Mal, Kollege. Bye, bye. Er ist in der Felsen gelandet, ne? Haben die voll viel Flugzeuge am Start, ey. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Aber diese fetten Bomber sind mega schwierig zu fliegen, muss ich sagen. Ich mag am liebsten diese mittleren Flugzeuge, diese nicht die Jagdflugzeuge, sondern diese kleinen Zwischendinger. Die sind gut bewaffnet und die lassen sich gut steuern. Ui, scheiße. Jetzt holen sie sich den Stützpunkt auch. Ich überspringe erstmal hier. Oh. Langsam drehen sie durch. Waren hier. Hier genau, die Flieger hier meine ich, wo ich gerade drin bin. Das sind die coolsten noch. Nice. Oh. Ach was, der hat uns voll gerammt. Der ganze Flügel ist abgebrochen. Ach was, wie heftig ist das denn? Nein, der kann auch. Oh nein, ich bin rausgesprungen. Nein. Kacke, das schaffen wir. Ja, nee, ich komme niemals zurück ins Kampfgebiet. Scheiße. Das war nicht geplant. Ich bin gerade versehentlich rausgesprungen. Ich helfe den Leuten mal bei F4. Die sehen nämlich aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Ja, werf mich doch ganz weit weg. Ziel Emil erobert.
Emil erobern. Also wir haben 150 Punkte Vorsprung. Das kann sich sehen lassen. Noch sieht's gut aus für uns. Meine Freunde, noch sieht's gut aus. Ist sogar keiner mehr, oder? Oh doch, hier sind welche. Sogar mehr als wir. Shit. Oh, 0 zu 3, das ist ganz übel. Der hat mich schon dreimal gepackt, der Typ. Ja, okay, dann eben D. Ein Flammenwerfer. Oh, scheiße. Ein Flammkit. Wir verlieren Einsatzziel. Da muss ich echt aufpassen. Liegt er? Der liegt, ne? Dann holen wir uns das D. Ich dachte, der liegt. So viel dazu. Mist, ich dachte echt, der wurde ausgelöscht. Ha, falsch gedacht. Egal. Ich brauche einen Sanitäter dringend. Sofort einen Sanitäter! Kollege, drop mal bitte dein Medipack. Munition hier! Sauber. Danke! Ach was? Wie viele Leute hier auf einmal sind? Es kommt ein Flugzeug an. Wir sind alle weg. Ja, da geht's schon los. Bombardement. Ah, der beschießt noch uns. Ein feindliches Dreadnought ist unterwegs. Oh, ein feindliches Dreadnought kommt. Das ist ziemlich uncool jetzt, ehrlich gesagt. Jetzt kriegen wir irgendwie das fette Kriegsschiff als Unterstützung. Aber ich glaube nicht, dass wir damit gewinnen können. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Da, seht ihr diesen Bunker? Da ist nämlich ein riesengroßes Flakgeschütz dran, wo so eine Küstenbatterie ist da drin. Und damit können wir das Dreadnought kaputt machen. Hoffe ich zumindest. Das ist der Plan. Das klappt das Ding mal gleich. Wir verlieren Einsatzziel David. Machen wir die Tür hier zu, damit auch keiner reinkommt. Genau wie die Tür. So. Ein feindliches Dreadnought ist eingetroffen. Dreadnought ist in Position. Wo ist es denn? Der will auch das auch hupt. David verloren. Wo ist denn das Dreadnought hin? Da! Ist es das? Ja, das ist es. Oh, das war's doch nicht. Ha! Habe ich keine Ahnung, wo es ist. Oh, da ist es noch gar nicht weit genug vorankommen. Ist das da oder ist auch ein Dreadnought? Ja! Das ist das Dreadnought richtig. Perfekt. Und ich habe eine perfekte Position. Mal gucken, wie lange wir das befeuern können, bevor uns hier einer rausholt. Weil ich habe nämlich keine Deckung, gar nichts. Stärkung. Und wir zerstören das Dreadnought jetzt. Das geht gut. Bounce. Oder Knirbesuch. Lad nach, lad nach. Alter. Puh, war das knapp. Okay, da ist einer drin. Schade. Aber wir haben gut Damage gemacht. Wir haben gut Damage gemacht. Ich versuche da wieder hinzukommen. Nein, nicht dahin. Nein, auch nicht dahin. Wir müssen wieder in diese Küstenbatterie rein. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, das Dreadnought platt zu machen. Oder halt, wenn du gut fliegen kannst mit einem Bomber. Oder mit einem Torpedo aus den kleinen Booten. Das geht, glaube ich, auch. Aber mit den kleinen Booten, da bist du richtig Futter für das Dreadnought, deswegen. Mist, wir müssen mal aufpassen, dass wir die Führung nämlich behalten. Das Schiff ist echt gefährlich. Wir sitzen da jetzt drin. Warte mal, den hole ich da raus. Ha. Den hole ich da jetzt raus. Oh, scheiße. Ich bin mitten in die Party gelaufen. Komm schon, einen kriegen wir. Yes. Immerhin einen. Ja, na klar, dass sie das Geschütz jetzt besetzen. Jetzt, wo sie gesehen haben, wie gefährlich das ist. Jetzt bewachen die das garantiert. So schnell komme ich da nicht mehr rein. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's immer und immer wieder. Wenn ich jetzt hier runterspringe, kann ich den Fallschirm eigentlich aufmachen? Ich teste das mal. Okay, gut.
kann ich nicht. Aber ich lebe noch. Ich starte den gleich nochmal einen weiteren Besuch ab. So, Freunde der Nacht. Ich weiß, dass ihr drin seid. Hier, Munition! Wir verlieren Einsatzziel David. Werft die Sache zurück! Oh, es ist kaputt. Das Geschütz ist kaputt. So ein Pech. Egal, macht nichts. Wie viel Power hat das Dreadnought noch? Ach, nur ein Viertel, das ist eh gleich hinüber. Komm, dann machen wir jetzt noch einen Bomber hier. Attacke. Ich hoffe, wir kommen auch hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir bleiben hier schön oben, weit in der Luft. Außerhalb der Reichweite von Dreadnought, dann werfen wir ein paar Bomben ab. Dann knacken wir seinen Panzer. Easy, easy peasy. Da ist es. Ah, im Endeffekt hat Dreadnought den auch nichts gebracht mehr. Okay, die haben mich entdeckt, die haben mich entdeckt. Jetzt gibt's Ärger. Ja, schön. Yes, die haben gesessen. Jawohl, ja. Teil beschädigt. Behemoth getroffen. Richtig geil. Und der Dreadnought ist weg. Leute, wir haben ganz Arbeit geleistet, glaube ich. Und wir sitzen immer noch im Bomber drin. Das heißt, wir können auch ein bisschen Attacke machen hier. Und zwar D. Ich repariere den Bomber jetzt auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Machen wir ein bisschen Damage damit. Solange wir noch haben. Da rausgesprungen. Ich hatte einen Beifahrer. Er springt einfach ab. Habe ich gar nicht gesehen, den Mann. Höhenkontrolle funktioniert nicht mehr. Ich hätte es vielleicht doch reparieren sollen. Scheiße. Alles halb so wild. Das Dreadnought ist weg. Das war alles, was zählt. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Yes, perfekt abgesetzt. Alter, ich wollte gerade sagen, wo war da falsch schon bitte hin? Also ich denke mal, wir werden hier extrem führend gewinnen. Das sieht sehr schlecht aus für die Gegner. Sehr schlecht. Und das trotz Dreadnought. Wo sind die alle? Vor allem, wo kommt der Nebel her? Ist ja richtig ekelhaft. Jungs, ich helfe euch mal. Hier ist Munition. Leg du ein Medipack. Sauer. So sehe ich das gerne. Jetzt haben wir die eingenommen. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns F krallen? B. Wir krallen uns B. Das geht auch die ganze Action. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Irgendwo läuft hier oben rum. Man sieht auch gar nichts mehr in diesem Nebel. Gar nichts, nicht mal die Hand vor Augen. Was da hinten, da ist A. Egal, wir helfen bei B mit. Ich mache einfach mal diese ganzen Befehle. Gebe ich trotzdem, auch wenn da keiner drauf hört wahrscheinlich. Mach's allein schon aus Prinzip. Der Mann ist böse. Sehr gut. So, auf gerade wohl. Da könnt ihr aber sitzen. Wer war das? Du warst das. Das machst du nicht nochmal. Jetzt brauche ich Medipack. Na, Kollegen da. Böser Mann, noch einer. Shit. Ah, ein Panzer, ein Flammenpanzer auch noch. Da kannst du nichts machen, das ist kleiner Fußsoldat. Finde ich steig einfach aus. Wir haben Einsatzziel David verloren. Die holen sich D zurück und F holen sich auch. Jetzt holen die sich aber alles langsam. Das bringt dir nichts mehr. Wir brauchen nicht nur 100 Punkte, Leute. Da haben wir gewonnen.
Und die brauchen noch 350. Gib dir mal einen Daumen. Das war ja perfekt, den mitten in die Party reinstürmen. Leute, warum so aggressiv hier drin? Alter, ein Vierfach-Kill. Fünffach. Ui. Alter, wie geil ist das denn bitte? Zwei noch mit der Pistole gerissen. Hammer. Dann nehmen wir das Thema ein, schnell. Hier, Munition für dich. Ja, mein Squad ist auch da. Jungs und Mädels, das läuft ja richtig geschmeidig hier. Aber an dieser Suppe sieht man auch so gut wie gar nichts, ey, ohne Witz. Hier die Italienflagge. Wunderbar. Wer war das? Wer hat das geworfen? Ich wusste das hier alles. Ich hab's jetzt noch werfen sehen. Yes. Eingenommen. Wir haben Einsatzziel David erobert. Da kommen wir nicht hoch. Ja, was machen wir? Eigentlich können wir uns entspannen. Das können die nicht aufholen. Niemals. Was machen wir jetzt? Wollen wir trotzdem Ziel einnehmen? Punkte machen schadet ja nie. Jo, hier geht die Action. Aber sowas von. Und den schweren Panzer haben sie auch am Start. Alter, hier fliegen Leute durch die Gegend. Munition. Hier, hat mal deine Granaten bitte auf. Braucht jemand Munition? Wir brauchen dich nämlich. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Heftig. Das tut mir schon fast leid für die Fahnen, die werden ja richtig zerstört. Also sieht es übrigens aus, wenn der Gegner keine Chance hat, meine Freunde. Ist auch mal schön, das zu sehen. Boah, der hat aber ausgehalten. Der hat ausgehalten. Der Knarrenheinz schon wieder. Der muss mich auch bereits hassen, ey. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Yeah. Level 20. 210 Kriegsanleihen erhalten. Perfekt. Das heißt, es gibt neue Ausrüstung, Freunde. Ich würde mal sagen, 990 Punkte, das haben wir sicher in der Tasche. Und der Nebel verzieht sich, genau jetzt verzieht der Nebel sich. Aber ihr habt gesehen, der Nebel war definitiv zu meinem Vorteil, weil ich konnte ein paar gute Kills machen. Weil der Feind nicht gesehen hat, wo wir waren. Ja, du hast mich gesehen, du bist ein ganz großer bisschen. Yes! Sieg! Ach, besser geht's noch nicht. Aber die Gegner haben sich gut geschlagen, muss man schon, muss man zugeben. Was? Fast 22.000 Punkte? Heftig. Ich will noch mal kurz die Stats sehen. Das würde mich mal interessieren. Haben wir einen Abwurf gekriegt? Yes, wir haben einen Abwurf gekriegt, wie geil. Wir haben Abwurf, dann haben wir jetzt drei Battle Packs. Bester Versorgungssoldat, 14.269 Punkte, Leute, heftig. Eine KD von 2,08. Das ist auch mal ein Traum. So sehe ich das gerne. Alles klar, 25:12. Jungs und Mädels, damit verabschiede ich mich für heute. Bleibt weiter am Ball, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und guckt die restlichen Videos von der Crew an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.